alter chinesischer Spruch besagt, im Himmel gibt es das Paradies, auf Erden Suzhou und Hangzhou. Suzhou ist eine bezirksfreie Stadt nahe Shanghai in der Provinz Jiangsu am Kaiserkanal. Südlich der Stadt liegt der Taihu-See, der drittgrößte Binnensee der Volksrepublik China. Suzhou ist mit über 2500 Jahren Geschichte eine der ältesten Städte im Yangtze-Kiang-Becken. Heute ist Suzhou eins der am meisten prosperierenden Wirtschaftszentren in China mit im Jahre 2020 ca. 13 Millionen Einwohnern und dem höchsten Bruttoinlandsprodukt pro Kopf im Reich der Mitte. Wenn man von der Autobahn nach Suzhou einfährt, glaubt man kaum, dass die futuristisch anmutende Millionenstadt eine derartig faszinierende Altstadt hat, wie wir sie vom Boot aus noch erleben werden. Ins Auge fallen schon aus der Ferne sofort zwei markante Gebäude. Das 302 Meter hohe Gate of the Orient, Tor zum Osten, mit 68 Stockwerken am westlichen Ufer des Yangtze-Sees als das zweithöchste Gebäude Suzhous, das besonders durch eine eigenwillige Architektur besticht. Entworfen vom britischen Architekturbüro Robert Matthew Johnson Marshall. Baubeginn 2004, Fertigstellung 2016. Da das Gebäude quasi wie eine Hose aussieht, findet es in China allerdings auch viel Kritik und Spott. Am östlichen Ende des Yangtze-Sees überragt der auffällige Suzhou Super Tower, eigentlich Suzhou International Financial Square, mit 450 Metern und 98 Etagen die Stadt. Entworfen vom amerikanischen Architektenbüro Cohn Pedersen Fox, Baubeginn 2012, Fertigstellung 2019. Es ist ein Mehrzweckgebäude, das Wohnungen, Hotels und Büros umfasst. Es ist zurzeit das höchste Gebäude in Suzhou und in der Provinz Jiangsu. Doch 2020 wurde bereits mit dem Bau des Suzhou Zhongnan Centers begonnen, das eine Höhe von 499 Metern erreichen soll. Wir verlassen nun das moderne Suzhou und wenden uns der Altstadt mit dem Kaiserkanal zu, um dort in Ruhe eine ausgiebige Bootsfahrt zu genießen. Steigen wir ein. Wir starten zunächst in einem Seitenarm und bekommen wie nebenbei einen wunderbaren Eindruck vom Leben am Wasser in Suzhou. Der Kaiserkanal, auch Yinghao-Kanal genannt, entstand als Querverbindung vieler Flüsse, die in ihrer Hauptrichtung von Westen nach Osten fließen. Kaiser Yangde, der von 604 bis 617 regierte, ließ einzelne Flussabschnitte miteinander verbinden, um dadurch eine Nord-Süd-Verbindung bis in die Nähe Beijings zu schaffen. Tatsächlich gelang dieses großartige Projekt, wenn auch unter großen Opfern. Der 1794 Kilometer lange Kaiserkanal verbindet Beijing mit dem Gelben Fluss, der fruchtbaren Yangtze-Mündung und endet in Hangzhou. Neben der Großen Mauer gilt er als das bedeutendste Bauwerk des alten China. Obwohl er vor ca. 2500 Jahren erbaut wurde, ist er tatsächlich bis heute in Betrieb. Zwar fahren keine Passagierboote auf den großen Transportfluss, wie die Chinesen ihn nennen, aber Reisbarken, Schlepper und Kohlekonvois nutzen den Kaiserkanal. Außerdem bildet er einen attraktiven Anziehungspunkt für Touristen aus dem In- und Ausland, was man hier in Suzhou besonders schön erfahren kann. Es ist ein eindringliches Erlebnis, die alten, von Leben erfüllten Häuser an sich vorbeiziehen zu sehen.
Gegend ist die Wiege der Wu-Kultur. Die Stämme, die während der Shang-Dynastie hier lebten, nannten sich Guo-Wu. Im Jahr 514 vor Christi wurde Suzhou als große Stadt von Helu durch den legendären König Helu von Wu gegründet. Der Name der Stadt stammt aus dem Jahr 589 während der Sui-Dynastie. In der Geschichte Chinas war Suzhou immer ein Zentrum von Handwerk und Handel. Mit Fertigstellung des Kaiserkanals als Handelsweg in Richtung Norden nahm Suzhou schließlich seinen endgültigen Aufschwung. "72 Kanäle und fast 400 Brücken, darunter viele alte Steinkonstruktionen, gaben der Stadt die Bezeichnung Venedig des Ostens. Das weitläufige Netz von Wasserstraßen zieht sich durch die Altstadt und durch den gesamten Außenbezirk von Suzhou, ursprünglich für den Transport von Waren aller Art, heute eine Attraktion für Touristen. Angelegt wurden sie bereits von 584 bis 610 durch die Sui-Kaiser, also eine gute Zeit, bevor Venedig im 14. und 15. Jahrhundert sein Kanalnetz ausbaute. Also müsste Venedig eigentlich Suzhou des Westens heißen, aber die Welt wurde daran gewöhnt, alles aus westlicher Sicht zu sehen. Die weitläufigen Gärten von reichen Beamten und Kaufleuten während der letzten beiden Kaiserdynastien angelegt, sind weltberühmt und bieten ein harmonisches Zusammenspiel von Wasser, Felsen, altem Baumbestand, kleinen Tempeln, Pavillons sowie Ruheplätzen. Sie bedeuten jedem Besucher Orte der Einkehr und Besinnung. Doch Suzhou ist nicht nur ein Begriff als Venedig des Ostens und die Gärten von klassischer Schönheit, sondern auch durch die Seidenprodukte und Kunsthandwerk. Bekannt als die Seidenhauptstadt des damaligen Kaiserreichs, ist Suzhou seit dem 14. Jahrhundert bis heute führend in der Seidenproduktion. 1991 wurde das Seidenmuseum eröffnet, das sich der Veranschaulichung der Herstellung von Seide und deren Entstehungsgeschichte widmet und auch historische Funde von Seidenstoffen und Kleidern zeigt. Dies soll uns nun als Hintergrundinformation genügen und nun schauen wir einfach und genießen die an uns vorüberziehenden Häuserzeilen und aus wie Einblicke.